Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Nell und möchte dir meine Einkäufe aus den letzten Wochen zeigen. Vielleicht gefällt dir das eine oder andere. Anfangen möchte ich mit Orbe, einer göttlich luxuriösen Firma aus den USA, die sich hauptsächlich der Haarpflege verschrieben hat und hier wirklich Großartiges leistet. Ich habe schon etliche Produkte, meine Haarpflegeroutine steht und die werde ich dir dann irgendwann mal vorstellen, getrennt jeweils Orbe und Olaplex. Denn das sind die Hauptmarken, die ich verwende bei meinem sehr strapazierten, kolorierten, etwas längeren Haar, das schon an Reife gewonnen hat im Verlauf der Jahrzehnte. Was ich mir gekauft habe, ist etwas wunderschön verpacktes in seinem Pastellgelb, eine neue Serie von Orbe mit dem Namen Alchemy Resilience. Sie ist für wirklich beanspruchtes Haar und das habe ich eindeutig und sie zaubert wieder ein perfektes Haar. Man wendet es nach dem Haarwaschen ins nasse Haar einfach einmassieren und mindestens eine Minute einwirken lassen und gründlich ausspülen. Je länger man es einwirken lässt, desto besser ist das Ergebnis. Was es macht, ist, das habe ich deutlich gemerkt, es gibt meinem Haar wirklich viel Feuchtigkeit und rettet es vor Haarbruch. Es stärkt es wirklich von innen heraus, das Haar wird widerstandsfähiger, lässt sich besser kämmen und sieht einfach besser aus, geschmeidiger, glänzender, gesünder. Und das wollen wir doch alle, auch wenn wir ständig kaputt machen mit Stylen und Färben. Seltsame Menschheit. So sind wir nun mal. Aber wir verwöhnen uns auch gerne. Also ich zumindest. Ich hoffe, du auch, weil das macht auch richtig Spaß. Und gerade mit diesen Produkten hat man sein Luxus-Gesamtpaket. Und immer wenn ich das benutze, habe ich das Gefühl, ich schwebe auf einer Wolke und bin ganz, ganz wertvoll. Und dieses Gefühl sollte man sich immer geben. Das muss man nicht mit materiellen Sachen, aber man darf das auch. Was ich mir noch gegönnt habe, um mich zu verwöhnen, sind Lippenstifte von Hermes, beziehungsweise nur die Nachfüllungen, denn ich habe zwei leer gemacht, deswegen habe ich zwei nachgekauft. Ich habe mir aber andere Farben nachgekauft, als ich besessen habe, weil ich auch mal was Neues testen wollte. Ich stehe immer mehr und mehr auf Lippenstifte, die eigentlich gar keine Farbe haben. Deswegen habe ich mir Poppy gekauft, so ein Galanz-Pflege-Lippenstift mit Glitzerpartikeln. Sieht fast aus wie ein Lipgloss. Zeige ich dir aber alles geswatcht und nochmal ausgepackt. Und die zweite Farbe ist Rosé Bois. Das ist ein wunderschöner, eleganter Roséton nach und nach. Wenn man das auspackt, sieht man sofort, dass da weniger Müll ist als sonst. Die Verpackstoffe, das Plastik, das ist alles recycelt, kann besser abgebaut werden von der Umwelt und kann ganz einfach wieder in die Lippenstiftshülle von Hermes eingesetzt werden. Ich versuche das mit unterschiedlichem Licht, aber meine Kamera fängt es einfach nicht ein. Mit bloßem Auge im wahren Leben ist das ein Vergnügen, diesen Lippenstift anzugucken, weil er glitzert und funkelt in allen möglichen Farben, so als wären da kleine Feen zerplatzt worden und ihr ganzer Glitzerfeenstaub wäre in diesen pflegenden Stift drin. Und dieser Stift ist wirklich pflegend. Das ist das erste Produkt mit Glitzereffekten einer leichten Farbe, denn so ein bisschen orange ist dieser Pflegestift schon, aber es ist wirklich ein Hauch. Man sieht fast gar nichts auf den Lippen, bis auf das Glitzern und sein Hauch orange, aber wenn man wirklich ganz genau hinguckt. Und wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich so ein Kombiprodukt gekauft habe und wirklich sagen muss, es ist ein pflegender Stift, der meine Lippen wunderschön und glitzernd macht. Und gerade im Frühling, Sommer, wenn man die Maske jetzt nicht mehr tragen muss, bitte, bitte, ich ertrage sie kaum noch. Es ist einfach ein Vergnügen, das zu tragen und sich zu freuen und sich irgendwo anzugucken, das Glitzern zu sehen. Ich finde, gerade in diesen Jahreszeiten macht Glitzern Spaß. Und das ist dieser wunderschöne, elegante, klassische Farbton. Das ist eine Art Altrosa, aber auf edel und jung und ein bisschen wild. Und für mich ist das sogar eine sehr gewagte Farbe, denn sie ist fast dunkel, also zumindest in meiner Welt. Für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich ein Nude-Ton und ich behaupte, es ist ein dunkler Lippenstift. Irgendwann mal wollte ich ein Video machen mit all meinen Lippenstiften und sie swatchen und zeigen und erzählen, warum ich sie so sehr mag. Und das Seltsame ist, bei Hermes ist es wirklich die einzige Firma, wo ich sagen muss, die matten Lippenstifte, die ich auftrage, liebe ich, weil sie pflegend sind und weil ich sie auf den Lippen gar nicht merke. Und deswegen kaufe ich sie so gerne. Und sie halten so lange. Und gerade auf reifer Haut kriechen sie nicht in die Fältchen. Und hier habe ich zu viel versprochen, ist dieser Glitzer Poppy Lippenstift von Hermes. Vorteil von den Nachfüllungen ist, wir machen nicht nur was Gutes für die Umwelt, sondern auch für die Brieftasche. Es wird günstiger. Und das ist die andere Farbe. Und die belebt und erfrischt das Gesicht. Man sieht irgendwie aus, als hätte man irgendwie total gut geschlafen und könnte jetzt alles erreichen.
Bei Beautylish habe ich mir etwas bestellt, worauf ich eigentlich in der Beautybox von Beautylish gehofft habe, aber es nicht erhielt. Danessa Myricks hat ganz viele Glitzerprodukte in Creme und Puderform. Ich wollte das unbedingt einmal testen, weil du kennst das bestimmt, man kauft sich irgendwie so Glitzerpuder, trägt das auf und das ganze Gesicht glitzert. Das wollte ich nicht und ich habe mir davon versprochen, dass dieses Gelprodukt wirklich da aufgetragen wird, wo es aufgetragen wird und auch den ganzen Tag dort bleibt. Und siehe da, das funktioniert. Ich verwende es hauptsächlich auf dem Auge oder auch auf den Lippen, meistens zentral, damit ich seinen Funken habe. Zu viel glitzern will ich auch nicht, aber manchmal schon. Und wie du an den Swatches siehst, das Produkt ist phänomenal. Also die Farbbrillanz, die es erzeugt und der Glanzeffekt ist schon auf der Kamera einzigartig, aber im wahren Leben sprüht es einfach nur so vor sich hin. Ist absolut zuverlässig, also es bleibt wirklich dort, wo es hingehört und lässt sich total einfach wieder abwaschen, wenn man das nicht mehr haben möchte. Ich vergöttere es und würde es am liebsten noch in anderen Farben haben. Das Problem ist, wann soll ich das alles aufbrauchen? Und ich versuche ja wirklich, den Minimalismus in mein Leben einkehren zu lassen. Deswegen habe ich mir geschworen, Gold ist perfekt, das lasse ich. Ich überlege noch so ein bisschen Rosa hin und her. Aber an sich bin ich mehr als zufrieden, dass ich überhaupt dieses habe und genieße es jetzt gerade im Frühling und Sommer total. Und was ich noch erhalten habe, ist das Pröbchen mit diesen diversen Farben von dem Concealer alias Foundation von Danessa Myricks. In unterschiedlichen Farben, die ich auch mische und manchmal zum Konturieren benutze. Das Schöne ist, man kann sie als Concealer oder Foundation verwenden und je nachdem kann man das auch mit Öl oder Cremes vermischen und die Deckkraft, die Pigmentierung herabsetzen. Von sehr stark deckend über mittel bis sehr leicht deckend kann man quasi alle Variationen erreichen und die Foundation ist richtig gut. Auf meiner reifen, trockenen, sehr empfindlichen Haut ist sie ein bisschen nicht so angenehm zu tragen wie jetzt die von Sisley oder von Chanel, die ich euch vorgestellt habe, schon in früheren Videos, aber ich finde sie zumindest auf meiner Haut viel angenehmer als die Foundation von Clé de Peau, die wirklich sehr teuer und total gehypt wird. Hier habe ich mir was Schönes gekauft bei Bulgari, nämlich eine neue Lesebrille. Und ich genieße schon das Auspacken von Bulgari-Sachen, denn es ist wirklich ein Erlebnis, optisch und haptisch. Das Gefühl und das Anfassen von dieser Verpackung ist einmalig. Auch diese Farbe, ich genieße das so sehr. Ich mag Bulgari wirklich sehr gerne. Zwischenzeitlich weiß ich gar nicht mehr, ob ich Cartier oder Bulgari mehr mag. Das schwankt immer so ein bisschen noch nach Lust und Laune. Ich mag beide Firmen sehr gerne. Und auch beide Brillenhersteller sind sehr, sehr gut. Ich habe sie bei Oticonet gekauft, weil ich da den besten Preis bekommen habe für dieses Modell. Es wird natürlich ein Brillentuch von Oticonet, aber auch von Bulgari mitgeliefert. Und so ein kleines Tütchen von Bulgari, das genau die gleiche Farbe hat wie das Brillentuch, wo ich die Brille dann reinstecken kann. Aus der Serie stammend ist sie von Bulgari Zero und damit passt sie zu sehr vielen Schmuckstücken, die ich auch bei Bulgari gekauft habe. Ich mag das irgendwie alles passend zu haben. Das ist noch etwas, was ich von meiner Oma gelernt habe und ich genieße das immer, wenn irgendein Set komplett ist. Es sieht dann einfach so bezaubernd, so stimmig aus und ich genieße diese Harmonie. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es auch mag, wenn die Sachen nicht zusammenpassen und ich mische auch sehr gerne unterschiedliche Goldfarben und Sorten miteinander. Also es muss nicht immer alles zusammenpassen, aber manchmal ist es schön. Ich habe jetzt schon die echten Gläser mit meiner Sehstärke drin und du hast es so leicht bläulich schimmern sehen, weil die Brille nämlich auch einen Blaulichtfilter hat. Es gibt immer mehr Forschungen, die zeigen, dass das Blaulicht nicht so gut für uns Menschen ist. Es gibt aber auch Paper, die sagen, dass das alles Blödsinn ist und das hätte gar keine schlechten Auswirkungen auf uns. Wie auch immer, ich habe seinen Filter schon mal drin. Was hältst du eigentlich von diesen ganzen Debatten? Bist du pro, contra oder ist dir das total egal? Ich habe diesmal auch einen anderen Optiker für die Herstellung der Gläser beauftragt und dieser hat nicht mal ein Drittel, also noch weniger als ein Drittel des Preises verlangt, wie der Optiker, der die Brillengläser für meine Cartier-Brille gemacht hat. Meine Cartier-Brille, wollte ich sein Video auch Vergleich machen, lohnt sich wirklich teuer oder nicht? Also Gläser und Brillengestell, das kommt dann irgendwann mal, wenn ich die Testreihe durch habe und das dauert noch ein bisschen. Warum habe ich zwei Brillen? Ich bin kurzsichtig und habe eine Brille, das ist die von Cartier, als Einstärkeglas für die Ferne zum Autofahren zum Beispiel oder wenn ich unterwegs bin. Manchmal setze ich die nicht auf und habe so ein paar blaue Flecke dadurch. Aber das ist meine eigene Schuld. Und diese Brille hier werde ich benutzen als meine Arbeitsplatzbrille. Es ist ein Raumkomfortglas. Damit kann ich gut in der Nähe sehen. Ich bin ein bisschen älter, also auch in der Kürze sehe ich nicht mehr so gut. Aber auch bis zu 3 Metern. Das heißt, ich kann am Arbeitsplatz am PC arbeiten, an Blättern, aber auch immer noch meine Patienten sehen. Und wie du siehst,
Jetzt habe ich mich für ein klassisches, schlichtes Modell entschieden, damit ich mich nicht zu schnell an der Brille satt sehe und sie wirklich überall zu jedem Anlass und zu jeder Kleidung passt. Zwischenzeitlich habe ich wirklich an ein Modell von Gucci gedacht, das ein bisschen auffälliger ist, so 60er-Jahres-Style mit dunklen Rahmen, aber dann wollte ich doch eher ein schlichteres Modell haben, das sich harmonisch in die Gesamtheit einfügt und irgendwie nicht zu laut aus dem Gesicht hinausschreit. Ein Grundgedanke war es irgendwie, dass wenn ich mich im Spiegel sehe oder mich andere Menschen ansehen, dass sie mich sehen als Person und nicht irgendwie eine laut schreiende Brille. Denn am Ende des Tages muss die Brille zu dir passen und nicht du zur Brille. Ich weiß, viele Optiker versuchen einen zu beraten, das extravagantere Modell zu wählen, das Einzigartige. Ich würde dir empfehlen, nimm das, was dir dein Bauchgefühl sagt und wo du dich wohlfühlst und hoffe nicht auf den Applaus von zwei, drei Leuten, denn der vergeht ganz schnell und hinter deinem Rücken ist der vielleicht ganz anders. Leider. Zu der Verarbeitung muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut und richtig schön anzusehen. Auf der Nase ist die Brille über den Tag sehr gut zu ertragen und ist sehr, sehr leicht. Natürlich wäre es schöner ohne, aber dann würde ich leider nicht so viel sehen. Was ich mir noch gegönnt habe, ist dieser herrliche Fächer. Ich wollte schon immer einen schönen Fächer. Von Dior gab es welche, die wollte ich kaufen, habe sehr lange überlegt, dann waren sie ausverkauft. Dann habe ich mal wieder geguckt, ob ich den doch noch kriegen soll. Der hat irgendwas zwischen 200, 400, 500 € gekostet von Dior. Dieser hier hat nicht mal 10 € gekostet und ist genauso wunderschön und fast genauso verarbeitet. Also ich sehe da keine großen Unterschiede. Und er erfüllt seinen Zweck, nämlich er fächert mir frische, kühle Luft zu, während es ganz, ganz warm ist. Und mein Gesicht hat nicht so viele Glitzerperlen aus Wasser, die durch die Haut durchkommen im Sommer manchmal. Und was auch sehr niedlich ist, ist dieses kleine Seidentäschchen, in dem der Fächer drin ist. Dann kann man ihn perfekt in die Tasche werfen und hat ihn immer, wenn man ihn braucht. Den von Dior und von Gucci möchte ich gar nicht mehr kaufen. Bin mit dem total zufrieden, denn Luxus muss nicht teuer sein. Genauso wie dieser BJ-Königswein, den habe ich auf einer Weinprobe gekauft. Weinproben können so viel Spaß machen. Eigentlich mag ich gar keinen Alkohol, aber ab und zu möchte man es doch trinken. Ich verunstalte den als Sommergetränk mit Eiswürfeln, Mineralwasser, mit Obst und Kräutern. Ist das dann eine Bowle? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich kenne mich in der Küche wirklich nicht aus. Dieser Wein ist super lecker, schmeckt nach süßen, gelben Weintrauben. Vielleicht gehe ich jetzt öfter auf Weinproben. Mal gucken. Dann mache ich vielleicht auch ein kleines Video darüber, wie es dazu geht. Das habe ich mir auch gekauft, um ein bisschen Ordnung in mein Leben reinzubringen. Denn ich mag nicht nur den Minimalismus, obwohl das bei mir schon fast komisch ist. Aber egal, ich habe ja nur wirklich Sachen, die ich benutze. Und hier möchte ich meine ganzen Sonnenbrillen reinstecken, damit ich sie besser aussuchen kann, wann welche ich anziehen möchte. In diesen durchsichtigen Behältern kann ich das besser sehen und sie nehmen auch weniger Platz weg. Ja, und ich finde die Aufteilung super und bin total zufrieden, dass ich das gekauft habe. Ich muss noch ein bisschen optimieren, wie ich das wirklich dann habe, weil ich glaube, die Lesebrillen werde ich doch nicht hier in den Kästen mit aufbewahren. Vielleicht nehme ich da die Brillenketten und irgendwelche Stofftücher. Mal schauen. Also wie gesagt, die perfekte Optimierung kommt im Laufe der Benutzung. Da lernt man auch am besten kennen, wie man was verwenden soll. Aber ich bin sehr froh, dass ich die gekauft habe, denn meine Brillen sind jetzt wirklich übersichtlich und ordentlich im Schrank verstaut. Ich reinige sie mit den mitgelieferten Tüchern, wenn sie sehr stark verschmutzt sind, mit Wasser und Spüli oder mit in diesem Fläschchen befindlicher Flüssigkeit. Wenn man die Flasche kauft, kann man sie immer kostenlos nachfüllen bei Sunglass Hut. Das finde ich sehr angenehm. Ich hoffe, das bleibt so. Das ist meine älteste Sonnenbrille von Gucci. Die werde ich jetzt nur noch für zu Hause tragen. Die ist mir ein bisschen zu spacig für draußen. Und die zeige ich dir irgendwann mal vielleicht in einem neuen Video über Sonnenbrillen. Müssen sie teuer sein? Reichen nicht die günstigen? Etc., etc., etc. Und das waren schon meine ganzen Einkäufe der letzten Wochen. Ich danke dir für die Zeit, die du jetzt mit mir gemeinsam verbracht hast. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wünsche dir einen wirklich schönen Tag. Bis bald.